So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass ich ein neues Shirt bekommen habe, weil ich 100 Level als erster abgeschlossen habe. Also auch dafür gibt es Shirts, und zwar das da. Das Kettenhund-Shirt. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir so gedacht, klar, Geschmäcker sind verschieden, aber gefällt jemandem von euch dieses Orange als Hintergrundfarbe für den Kettenhund? Ich finde, das sieht super merkwürdig aus. Also ich weiß, ich kann fast keines von diesen Shirts hier irgendwie ernst nehmen. So, das hier ist noch ganz cool. Das sieht halt schon wieder komisch aus, weil es keine Ärmel hat. Das passt. Es ist irgendwie. Ja gut, da reden wir nicht drüber. Das ist auch, aber das hat auch wieder keine. Das ist alles ganz merkwürdig. Das ist auch irgendwie. Also, wenn ich jetzt. Das hier ist noch ganz cool. Das kann man anziehen. Aber wenn ich jetzt eines von diesen Shirts in echt anziehen müsste, die hier unten, da bin ich raus. Das würde halt auch noch, das ist so, ja, Standard. Das geht, das ist schon schwierig. Das würde ich schon wieder nicht anziehen. Das auch nicht. Aber das hier, also das würde ich anziehen, ne? Das hatte ich auch die ganze Zeit schon an. Das lassen wir dann auch dran. Ist nur weil es gerade kam, wollte ich euch das nur kurz zeigen, weil unten die Meldung reingeschossen kam, dass ich einen neuen. Warum gehe ich zum Ninja Speedrun? Hier ist nichts Neues, ne? Nicht, dass ich hier wieder irgendwas verpasse. Nein, okay. Ja. Denk sich. Okay. Wir sind, glaube ich, noch nicht ganz fertig gewesen mit unserer. Mit unserem Durchschauen. Wir hatten zuletzt dieses komische Level hier. Und das mit den Sprüngen. Und das mit dieser Challenge, wo ich gesagt habe, ja gut, das, ne, lassen wir. Ich glaube, war da noch irgendeins, was ich noch spiele? Ach ja, hier, dieses wollte ich noch spielen, richtig. Das dann nicht. Das weiß ich gar nicht mehr, da muss ich gleich nochmal reingucken. Das weiß ich auch nicht mehr, da muss ich gleich nochmal reingucken. Lead the Lads haben wir gespielt. Das war was anderes. Okay, wir gehen mal bei Athletics Castle als erstes rein. Das ist auch uncleared. Habe ich da irgendwas noch in Erinnerung, was ich hier sehen kann? Was das war? Oh, das war das mit den Feuerdingern am Anfang. Nein, das spielen wir nicht. Okay, hat sich erledigt. Das ist auch uncleared. Wir hatten ganz viele uncleared Level in dem Super Expert One. Das ist ja unglaublich. Da kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein, was das war. Aber dieses Wandsprung-Level wollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist richtig. Das wollte ich ausprobieren. Oh, das war das Ding. Schwierig. Ah, aua. Aber wenn ich das so sehe, das geht also sofort weg. Ich könnte also einfach weiterspringen. Ich meine, jetzt kann ich es ja ohne Druck spielen. Jetzt kann ich mir das mal angucken. Na, im Super Expert hatte ich hier halt Druck, keine Leben zu verlieren. Und habe es dann auch geskippt entsprechend. Hatte das eine Zielbedingung? Nein, es könnte also einen Checkpoint irgendwo geben. Okay, also soweit kommen wir schon mal weiter als im Super Expert One, weil ich da halt jetzt kann ich ja einfach ausprobieren. Also die Dinger gehen automatisch weg und dann springt man hier weiter. Okay. Da oben ist dann Dingsy. Jo, was? War ich zu langsam oder muss ich auf die Trampoline hoch? Super. Was war das denn jetzt? Ah, die kommen sofort. Kann ich irgendwas irgendwo anders machen? Da nicht. Ich weiß nicht, warum der da lacht. Dass ich auf die Wolke erscheine. Scheint mir auch nicht so sinnvoll, und das sind sogar Blöcke.
das für Blöcke? Ach, jetzt raff ich erst. Das ist gar kein On-Off, der aus der Ferne von irgendwie einem Swamp ausgelöst wird. Ich löse den selber auf, indem ich die Eiszapfen... Ach so. Indem ich die Eiszapfen da drauf steuere. Ne, dadurch, dass die fallen, nach einer Weile lösen die das aus. Und es passt aber zeitlich ganz gut, indem man einfach durchspringt. Okay. Again, what learned. So, jetzt hier mal ganz fix. Ja, da muss man wirklich ganz fix sein. Okay. Wait, und hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Wenn der P-Switch ausläuft und der On-Off anders ist, wäre da das Ziel. Das ist ja auch interessant. Okay. Jetzt verstehe ich. Ha. Ja, ich verstehe. Deswegen sind die One-Way-Dinger da, weil man kommt nur einmal hin und kann jetzt den da nicht mehr auslösen, der links ist. Ich kann den nur einmal auslösen. Ja, I see. Aber wir kommen also nicht ans Ziel ran. Es ist, ne, es wäre reizbar, hier irgendwie einen Trick zu finden, aber das scheint schon break-sicher zu sein. Na, dann probieren wir es mal ordentlich zu spielen. Muss ich also auf das Ding hier drauf und dann damit einmal hier ein bisschen rumsurfen. Mist. Das wird unangenehm, da man auch noch abgeschossen wird. Wir gucken mal. Also bisher würde ich das Level gerne ein bisschen weiterspielen. Ich hoffe, ihr würdet es auch gerne ein bisschen weitergespielt sehen. Was willst du? Das lachst du mich denn ständig aus? Gibt keinen Grund zum Lachen. Alles richtig, was ich tue. Echt ärgerlich, dass man hier nicht das irgendwie austricksen kann. Das sind so viele On-Offs, aber ich krieg's halt nicht nochmal ausgelöst, wenn ich da bin, an der Stelle. Oh boy. Oh Gott, das wird... Oh, das wird... Oh, die Stelle da oben wird unangenehm. Uff. Weiß nicht, ob ich die öfter spielen möchte. Ach Mist. Ich weiß echt nicht, ob ich die öfter... Mir kommt gerade eine ganz andere wilde Idee. Ich muss mal was ausprobieren. Nein. Aber ich habe gerade eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich habe eine Idee. Der schubst mich weg. Der schubst mich weg. Aber wenn ich es schaffen sollte, auf die Trampoline hochzukommen. Ah, dafür darf er mich nicht so wegschubsen. Da muss ich noch ein Ticken schneller sein. Wenn ich das schaffen sollte, könnte ich den anderen Eiszapfen nochmal auslösen und das Level komplett breaken. Aber ich werde immer so weggedrückt. Es ist suboptimal. Ich müsste es von der anderen Seite ausprobieren. Nein, so nicht. Ab wann wird dieser P-Switch ausgelöst? Das muss ich jetzt mal in Erfahrung bringen. Dann kann ich es ganz gut timen. Hier schon. Irgendwo da schon.
Tee. Also lange kann ich dort nicht warten. Ich muss da einfach durch. Ah. Jetzt bin ich wieder in dieser Phase, dass ich nur Blödsinn mache. Yes! So, jetzt muss ich den Eiszapfen irgendwie nochmal ausgelöst bekommen. Wie kriege ich den nochmal ausgelöst? Wie kriege ich den jetzt nochmal ausgelöst? Ich dachte, wenn ich über ihm bin... Oh shit, das löst den gar nicht aus. Ah, ist jetzt natürlich doof. Kann ich mit so einem Teil den irgendwie nochmal versuchen auszulösen? Oder kann der nicht mehr ausgelöst werden, wenn da die Springboards jetzt drin stecken? Geht das deswegen vielleicht nicht mehr? Ich komme nicht nah genug ran. Ne? Ah, blöd. Ich dachte, ich hatte eine gute Idee. Oh mein Gott, ganz andere Idee. Nein! Ich hasse alles, aber es geht. Ich kann's cheesen. Wir cheesen das Level. Warum baut er denn auch da On-Off-Blöcke rum? Die haben ja da gar nichts verloren eigentlich. Oh, die haben da ja gar nichts verloren, die On-Off-Blöcke, ne? Aber so kann man das komplette Level cheesen. Ich muss jetzt nur noch mal es schaffen, dieses Ding hier runter zu lotsen. Komm her. Geh da runter. Wie habe ich das gerade geschafft? Wie habe ich den gerade da hinbekommen? Nice. Mann! Jetzt kriege ich den Sprung vom Springboard auf den Eiszapfen nicht hin. Oh mein Gott. Ah, das hier funktioniert sehr gut. So, komm her, Kollege. Komm her, gib Speed und dann mach eine Kurve. Hat nicht gereicht. Einmal Speed geben und dann Kurve. Komm zu mir, nicht da hoch. Der muss noch ein bisschen mehr Speed aufnehmen und dann die Kurve nach da machen, zu mir. Leider macht er die Kurve nicht so, wie ich das gerne hätte. Jetzt! Mann! Ah! Ich traue mich nicht, weil ich nicht so hoch springen kann da an der Stelle. Boah, das gibt's da nicht. Vielleicht hat er das auch so gebaut, weil das der Death Exit ist, ne? Das kann ja sein. Dass er sein Level selber nicht komplett gespielt hat. Man weiß es nicht. Aber wenn es unbeabsichtigt ist und er damit nur andeuten wollte, hier ist das Ziel, dann hat er sich halt damit komplett selber ins Knie geschossen. Oh mein Gott, ist das nice. Jetzt muss ich es nur noch einmal schaffen, da hochzukommen. Ach Mann, wir hätten es jetzt schon zweimal haben können. Yes. So, komm her. Einmal hier runter zu mir und dann mach die Kurve. Nicht diese Kurve. Hier runter und dann die Kurve. Ah, nicht diese Kurve. Hier runter und dann die Kurve. Ja, genau. So, jetzt ein großer Sprung. Oh.
denn die Möglichkeit? Ist das denn die Möglichkeit, Leute? So. Also nochmal, komm hierher, gib Speed und mach eine große Kurve. Eine schöne große Kurve, aber wieder zu mir. Oh. Aber wieder zu mir hin. Zu mir hin. Alter. Zu mir hin. Oh Mensch, wie kann ich das denn? Ja. Ja. Ein großer Sprung. Dankeschön. Cheese! Nice. Ich weiß nicht, warum er es so gebaut hat, aber damit habe ich es als erster beendet und habe nie eine einzige rote Münze gesammelt. Da ich das komplette Level nicht kenne, kann ich es nicht bewerten. Aber der Cheese war real. Sehr schön. Ha! Ha! So. Guck dir den Weltrekord an, Kollege, und überleg dir, was du falsch gemacht hast. Oh Mann. Okay, so, und ich wollte das Wandsprung-Level spielen. Dann haben wir alle gespielt, die wir uns angucken wollten. Dann habe ich alles aufgeholt. Sehr gut. Wie lange war das angesetzt? 45 Sekunden. Und der Anfang hat sich nicht so schwer angefühlt, ne? Es wurde dann komplizierter an der Stelle, wo diese Stacheln dazu gekommen sind. Und wo ich gesagt habe, ich weiß da absolut nicht, wie ich mich da verhalten soll. Aber auch da war ich ja wieder beeinflusst vom Super-Expert. Jetzt kann ich das ja ganz gechillt einfach ausprobieren. Ja, moin. Es ist halt auch wichtig, auch solche Level mal zu spielen. Ich weiß, dass ich den Boden berührt habe, aber ich will es trotzdem weitermachen. Auch solche Level zu spielen immer wieder, weil sonst wird mir ja nicht besser. Wenn man immer nur die Sachen spielt, die halt einem zu einfach sind, dann wird man nicht besser. Das heißt nicht, dass ich in SMB wieder anfange, Kaiser zu spielen übrigens. Das eher nicht. So. Und da, genau das ist der Punkt. Da weiß ich halt jetzt noch nicht, wie ich da vorgehen muss. Genau das ist die Stelle. Ich denke, ich muss einfach ganz weit runterrutschen und dann einen ganz winzigen Sprung nach drüben machen. Ich denke, so wird es funktionieren, aber da muss ich jetzt halt ein bisschen rumtesten. Und dann sehen wir schon, ob das passt oder nicht. Okay. Gut, wir gehen mal davon aus, dass das gerade nicht passiert. Ich war total überrascht, dass das geklappt hat. Wir gucken mal, was noch so kommt. Okay, das wäre schon wieder blöd gewesen. Da hätte ich jetzt auch berührt. Hier unten geht es nicht weit. Ich muss hoch. Dann müsste ich doch schon langsam das Ziel... Ja, super. Das ist Ziel. Okay, cool. Kriegen wir hin. Gebt mir 5 Minuten oder so, dann ist das Level hier geschafft. Gebt mir 10 Minuten, dann ist das Level geschafft. Gebt mir 15 Minuten, dann ist das Level geschafft. Im Prinzip ist das Level offen, es liegt schon auf dem Boden. So. Ja.
Das ist die einzige unangenehme Stelle. Jetzt ist der Rest wieder super einfach. Und dann darf ich einfach nicht den Fehler machen, den ich gerade gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Irgendwie... Nein! Ich sehe den nicht. Ah, das ist ein Blind Jump. Ich sehe den anderen. Ah, ich sehe den nicht. Okay, der Sprung ist nochmal ein bisschen ekliger. Aber alles andere geht klar. Und ich muss sowas natürlich auch üben für spätere Super-Expert Ones. Wir werden ja öfter mal wieder ein... Ach Mensch! Mann. Das hat ja gar nicht funktioniert. Wir werden ja öfter mal wieder einmachen, auf jeden Fall. Und ich möchte ja auch mal ein paar mehr Level da schaffen, ne? Und dann skippe ich halt erstmal solche krassen Level, wo ich sage, das ist jetzt für meinen Expert One erstmal nichts. Und dann können wir uns die ja später eben so angucken, ohne Druck. Und dann können wir schwere Level erstmal so testen. Und irgendwann kriegen wir die vielleicht auch im Super Expert One dann hin, wenn sie gerade dran kommen. Das wäre schön. So, wie sehe ich jetzt, wo dieses Viech ist? Irgendwo da. Aber ich sehe es nicht. Ich wusste jetzt nur vom letzten Mal. Das ist ein bisschen doof. So, wo kommen jetzt die Kanonen? Da. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Ja. Oh mein Gott! Das Ende habe ich nicht kommen sehen. Uff. Das ist ein bisschen eingebaut, das Ziel. Das ist ein blödes Ende. Darauf nochmal ein. So. Jetzt habe ich meinen Unmut aber ausgedrückt hier. Aber was ist das denn für ein Ende? Hilfe. So, irgendwo ungefähr da. Ja. So, jetzt kommen die Kanonen. Ach, come on. Am Jonglieren. Ah, mein Gott, ich hab's rausgeschafft. Sensationell. Das war weniger sensationell. Oh, das geht sogar. Ich wollte gerade sagen, man kann doch hier doch bestimmt auch abkürzen. Und holy shit, kann man abkürzen. Kann ich denn noch überall abkürzen? Null. Okay, aber da ist ein bisschen blöd, wenn man sich da selber einen Blind Jump dadurch baut. Nicht so gut. Ach, ja, ich soll's lassen. Ich sollte es lassen. Jetzt ist Conny nur wieder ungeduldig geworden. Ja, hier geht's zum Beispiel auch ganz gut. Hier geht's auch. Ohne Verluste. So. Hab hier wieder Serious Business. Da.
werden wir jetzt nichts überspringen. Das traue ich mich nicht. So, der Kollege ist irgendwo da. Okay. Wir sollten jetzt bis zum Ziel kommen. Aber dass da so ein doofes Ziel kommt, damit habe ich natürlich nicht gerechnet in meiner Zeitrechnung der 5 Minuten. Yes! Nimm das blödes Ziel, ey. Oh mein Gott. Uff. 4 Sekunden schneller, okay. An sich hat's schon toll verdient, oder? Ja, für ein Super-Expert-Level hat's ein toll verdient. Okay. Haben wir das geklärt. Sehr schön. Dann gucken wir mal kurz, was uns an neuen Leveln in meinem Sternchen erwartet. Franks Ultimate Power. Barbaros hat was gebaut. Chosen hat was gebaut. 6,5 von 10. Oha. Nochmal Barbaros. Devery. WBC. Oh, Game Music klingt super. Vicaris hat was gebaut. Sonne hat... Ach nee, die haben wir schon. Scheiße, okay. Die haben wir schon. Gut, also dann sind die hier neu. Dann gucken wir uns mal im nächsten Part ein paar davon an. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.